zu verkaufen hat. Wow, die wäre echt nicht schlecht. Nein, war es nicht. Hebert. Boah. Zweihandschwert. Ein richtig gutes Zweihandschwert. Kunari-Schwert für 3 Gold. Geht's noch? Ich habe gerade noch nicht mal ein Gold gekriegt. Boah. Okay, was hat er zu verkaufen? 40. Wow, 41 Angriff. Der ist echt schon super, super gut. Aber nein. Stiefel, bessere Stiefel. Wow. 6 Ausdauertränke. Sparen wir lieber. Ein Drache hat eure Mine angegriffen. Alle sind tot. Beim Erbauer? Was ist mit meiner Ausrüstung? Kann man sie bergen? Die Drachen haben alle Karren und Schaufeln eingeäschert. Oh, mein Herz! So viele Jahre immer nur investiert. Ich bin ruiniert. Ruiniert. Es tut mir leid, Champion. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Aber mein gesamtes Geld steckt in dieser verdammten Mine. Ich habe nichts mehr, um euch zu bezahlen. Gebt mir die Knochengrube. Vielleicht kann ich sie in den nächsten Jahren wieder auf Vordermann bringen. Was? Tja, also gut, nehmt sie. Dann bin ich dieses verfluchte Unternehmen endlich los. Boah, 1500, geil. Ich hätte mich nie auf diese verfluchte Mine einlassen sollen. Gut. Runen. So. Jetzt mal schauen. Eine Feuer. Nein, wir brauchen eine Abwehr. Rune des Geistes. Zielsicher Runde Naturabwehr. Rune der Verteidigung. Lol. Rune der Feuerabwehr. Nehmen wir. Dann Blitzabwehr. So. Rune der Wucht. Frostabwehr machen wir noch. So, das war's dann. So, jetzt gehen wir in die Kirche. Jetzt müssen wir in die Kirche hin. Das war jetzt zwar etwas teuer, aber die Runen, die werden auf jeden Fall was bringen. Das werde ich ja nachher auch sehen. Weil je besser die Ausrüstung ist, mit dem man die Runen ausrüstet, desto besser ist das Ergebnis. Okay, da wäre nichts mehr. So, jetzt haben wir hier alles fertig. Jetzt gehen wir jetzt zu dem zu der Kirche. Die Kirche. Ich werde euch aufsuchen, sobald ich fertig bin. Ich danke euch. Ihr seid zu schweigsam, Larry. Ich denke darüber nach, auf Liebesgeschichten umzuschwenken. Nichts? Nicht einmal ein missbilligendes Stirnrunzeln? Ich bin zufrieden. Schreibt, was euch beliebt.
Aber dann macht es doch überhaupt keinen Spaß mehr. Zufriedenheit in der Kaserne? Niemand bezahlt dafür, sowas zu lesen. Schade, dass mir das nicht schon vor Jahren eingefallen ist. Oh. So, jetzt mal sehen, was mir hier jetzt noch machen kann. Anders wollte ja hier hin, aber wir sehen ihn nirgends. Komisch. So, geh in die Kirche und lenke die oberste Klerikin ab, damit Anders sein okay. Und wo ist sie? Die oberste Langweilerin. Aha. Ihr habt dieser Stadt durch euren Sieg über die Kunari einen großen Dienst erwiesen. Ja, super. Was jetzt? Der Erbauer segne euch, Champion. Okay. Seid ihr hier, um zu beten? Habt ihr darüber nachgedacht, auf wessen Seite ihr euch schlagen werdet? Die der Magier oder die der Templer? Es ist kein Geheimnis, dass ihr auch Abtrünnige zu euren Freunden zählt, Champion. Ihr habt viel dafür getan, um die Feuer der Rebellion anzufachen. Wir müssen Meredith und Orsino Zeit geben, ihre Differenzen auszuräumen. Es kann nichts Gutes daraus entstehen, eine Seite zu begünstigen. Der Erbauer hat die Magier erschaffen. Warum beschützt er sie dann nicht? Ich habe Mitgefühl mit den Magiern, glaubt mir. Möchte nicht in der Galgenburg eingesperrt sein. Aber ich darf nicht gegen sie Partei ergreifen. Wir alle sind Geschöpfe des Erbauers, aber die Magie ermöglicht einen Missbrauch, der die Grenzen der Sterblichen überschreitet. Ich kann nur darauf hoffen, die Bedürfnisse aller im Gleichgewicht halten zu können. Denn wenn es zu einem Krieg kommt, sind vor allem die Bewohner dieser Stadt die Verlierer. Da seid ihr hier. Ich habe schon überall nach euch gesucht. Euer Gnaden? Eure Seele ist aufgewühlt, mein Kind. Ich hoffe, ihr findet hier Linderung. So, mal schauen, was jetzt passiert. Anders! Was geht? Ich möchte, dass ihr dies bekommt. Neue Klamotten. Ein Kissen? Handbesteckt von meiner Mutter. Es war das einzige von ihr, was ich behalten durfte, als ich zum Zirkel kam. Warum in Andrastes Namen solltet ihr das ausgerechnet mir schenken? Ihr wart mir ein guter Freund, Beric. Ah, ah. Ihr solltet euer Kissen behalten, Blondschopf. Ich hoffe, ihr habt darauf noch viele schöne Träume von ermordeten Templern. Hork! Ich hätte nicht damit gerechnet, euch hier anzutreffen. Aber lasst mich die Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, wie sehr ich euch respektiere. Ihr habt zu mir gestanden, obwohl ich euch allen Grund gegeben habe, euch von mir abzuwenden. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Was auch immer geschieht, vergesst es nicht. Ihr wart mir ein guter Freund. Nein, war ich nicht. Und das bedauere ich. Ich hatte gehofft, wir könnten eine bessere Lösung finden, aber Gerechtigkeit und Rache sind zu eng miteinander verflochten. Ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ihr wart mir ein besserer Freund, als ich es mir je erträumt hätte. Mantel des Renegades. Eure Unterstützung hat mir mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt. Okay, Hinterhalt spricht ihm zur Ober... Ah, okay, Fenris. Dann machen wir das mal. Wie geht es euch so kurz vor Moment dem Ende, mal. Eric? Ich rechne in Kürze mit der Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln. Evelyn, dann nehmen wir Meryl. Ah, Meryl ist Level Up. Jetzt hat sie 40 Magie. Wow.
ziemlich viel. Neue Gefährtenmission. Fenry. Es gibt keinen Grund, dass ihr noch länger in diesem Loch bleibt. Was nicht heißt, dass ihr es nicht gemütlich habt. Die Hütte fällt auseinander. Außerdem kann ich nicht mehr lange sicherstellen, dass der Truchsess nichts bemerkt. Ich weiß zu schätzen, was ihr getan habt, Evelyn. Und doch bleibt ihr hier. Ihr könntet jetzt überall hingehen. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Die Freiheit muss eine schwere Bürde sein. Sie verstehen mich nicht. Ja, ich bin frei. Daenerys ist tot. Trotzdem fühlt es sich nicht richtig an. Ihr dachtet, sein Tod würde alles verändern. Aber dem ist nicht so. Nein, wohl nicht. Ich dachte, wenn ich nicht mehr wegrennen und kämpfen muss, um zu überleben, könnte ich endlich als freier Mann leben. Aber jetzt? Meine Schwester ist tot. Mir ist nichts geblieben. Nicht einmal was? Ein Feind. Wir haben die Schwester doch gar nicht getötet. Wieso soll sie tot sein? Vielleicht heißt das ja nur, dass euch niemand zurückhält. Interessanter Gedanke. Es ist nur schwer zu überblicken, was die Magie mir angetan hat. Falls ich verbittert wirke, dann nicht ohne Grund. Vielleicht wird es Zeit, nach vorne zu schauen. Ich weiß nur nicht, was die Zukunft bringt. Ihr etwa? Niemand kennt die Zukunft, Fenris. Die Zukunft eines Sklaven ist niemals ungewiss. Aber ich bin kein Sklave mehr. Vielleicht wird es Zeit, das zu erkennen. Danke, Hawk. Ich hätte nie gedacht, einmal ein Magier zum Freund zu haben. Aber hier seid ihr. Egal, was die Zukunft bringt, ich bleibe an eurer Seite. Gern geschehen, Alter. So, Sekundärbesuch bei Gamlin. Gamlin ist seit Mutters Tod allein. Du solltest bei ihm zu Hause in der Unterstadt. Okay. Der Gammel. Der Gammelin. Mal schauen, was er so tut. In der Unterstadt. Wo wir schon mal hier sind. Aha, Tränke. Elfentrank, Trank der Wiederherstellung. Gesundheit 80% und 30 Regenerationszeit. Wow, der Trank ist ja viel geiler. Der kostet aber auch etwas. Aha. Ich frag mich, Ambrosia kann man noch einmal finden? Okay. Und das heilt sogar noch Mana. Der ist echt geil, der Trank. Aber ich frage mich, wie viele man davon überhaupt herstellen kann. Was meint ihr damit? In eurem Spiegel. Was seht ihr darin? Eine Kriegerin. Eine Ehefrau. Alle Fehler, die ich gemacht habe, um hierher zu kommen und alles richtig zu machen. Warum? Was habt ihr denn beschlossen zu... Das war ja richtig teuer. Na endlich, Heiltränke. Und Lyrium. Was gibt's denn hier sonst noch? Ah, eine Rune des Frostes. Kaufen wir. Boah, wir hatten über 30 Gold, jetzt sagen wir wieder voll. Fast gar nichts mehr. Jetzt muss man echt anfangen zu sparen hier. Kunari-Schwert 3 Gold. Vielleicht leihe ich mir mal euren. Wäre das in Ordnung? Nein. Natürlich. Der gehängte Mann, Alter. Sir Merti. Erbarm, Sir, hab doch Erbarm. Gut. Aha,
Lass das! Es gibt Dinge in meinem Leben, die... In dieser Notiz wird der Edelstein von Karashak erwähnt. Was ist das? Gar nichts. Vergesst es einfach. Falls ihr euch Sorgen wegen des Absenders dieser Notiz macht, könnte ich ja an eurer Stadt gehen. Habe ich euch etwa darum gebeten? Ich weiß nicht, wer sie geschickt hat. Und das interessiert mich auch nicht. Ich habe alles verloren, als ich diesem Edelstein hinterhergejagt bin. Unser Vermögen. Unser Haus. Und sogar Mara. Wer ist Mara? Sie ist... niemand, der euch etwas anginge. Das ist sie. Warum geht ihr nicht zurück in euer schickes Haus in der Oberstadt und haltet euch aus meinen verdammten Angelegenheiten raus? Es ist euch also gut ergangen. Ich hatte so meine Zweifel, als ich euch das erste Mal gesehen habe, aber ich schätze, irgendetwas hatte dieser Hawk, mit dem Leandra fortgelaufen ist, wohl doch an sich. Er hat jedenfalls einen ziemlich vernünftigen Sohn zustande gebracht. Eure Mutter wäre stolz auf euch. Ich wünschte nur, Mutter hätte noch erlebt, wie ich Champion geworden bin. Ich kenne Leandra. Sie würde vor Glück strahlen bei all den Lobgesängen, die man über euch hört. Ich sage so etwas nicht oft, aber jetzt, wo euer Bruder bei den Templern ist, seid ihr alles, was mir an wahrer Familie geblieben ist. Ich habe lange Zeit gedacht, das Geschlecht der Emels in Kirkwall würde mit mir enden. Ich bin froh, dass ihr uns wieder aus dem Grab geholt habt. Ihr habt die Stadt also im Alleingang vor den Ungläubigen gerettet. Okay. Gibt's hier vielleicht noch was Neues? Scheint wohl nicht so zu sein. So. Sekundär. Krähenmord. Nuncio. Super. Frag Verol, Lager der Dalish. Das machen wir. Yay. Evelyn, glaubt ihr, wir werden gewinnen? Was gewinnen? Na, am Ende. Es fühlt sich an, als würde bald etwas enden, findet ihr nicht? Glaubt ihr, wir werden gewinnen? Nichts endet, Meryl. Die Lage ist etwas angespannt, aber das geht vorüber. Hoffentlich gewinnen wir. Dann macht Meryl ganz sicher eine gute Geschichte daraus. So, Sunderhügel. Mal schauen, was die Dalish so zu sagen haben. Au. Oh. Hallo? Lol. Das ist doch eindeutig eine Falle. Na schön. Und okay, ich glaube, ich ziehe den besseren Stab doch an. Sich mit uns anzulegen ist Selbstmord. Okay. Schon wieder ein kleiner Fehler, wie es aussieht. Mission. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr bei diesem Chaos hier bleiben würdet, Meryl. Es hat nichts mit euren Elfen zu tun. Ich liebe Hawk. Ich würde nirgendwo anders hingehen. Aber es ist nicht euer Kampf. Ich liebe Hawk. Das sagtet ihr bereits. Ich sage es oft. Es macht alles klarer für mich. Es nimmt mir die Zweifel, wenn alles verrückt spielt und Leute sterben. Ich verstehe. Oh gut. Jemand sollte es verstehen. Grüße, Champion. So nennt man euch doch in der Stadt, richtig? Ja. Habt ihr ein Anliegen? Ich wollte nur wissen, wie es eurem Clan geht.
ganz gut angesichts der Umstände. Wir hoffen, dass einer unserer Schwesterclans uns bis Ende des Jahres einige Haller abgibt. Grüße, Champion. So nennt man euch doch in der Stadt, richtig? Habt ihr ein Anliegen? Yo. Ich habe gehört, dass sich ein Verbrecher bei den Dalish versteckt. Er ist nicht hier. Der von euch gesuchte Verbrecher ist in einer Höhle abseits unseres Lagers. Er hat gesagt, dass man nach ihm suchen würde und wir sollen jedem erzählen, wo er sich aufhält. Warum sollte er das verraten? Er will unser Volk nicht gefährden, indem er uns bittet, für ihn zu lügen. Das erwartet man nicht gerade von einem grausamen und bösen Mörder, nicht wahr? Er wird in der Höhle auf euch warten. Viel Glück bei dem Versuch, zu ihm zu gelangen. Okay. Seltsam. Warum sollte der Meuchel... Ihr gehört nicht hierher, Shenlin. Ich habe gehört, dass sich ein Meuchelmörder bei den Dalish versteckt hält. Redet mit Varyal. Sie kümmert sich öfter mal um Streuner. Seid vorsichtig, Shen. Ihr ahnt nicht, wie viele Dalish-Pfeile in diesem Augenblick auf euch gerichtet sind. Okay, Dalish-Pfeile. Aha. Ach, Mist. Geschicklichkeit. Boah. Es geht ja mal richtig in die Taschen, das ganze Zeug hier. Ich glaube, Malerium-Trank habe ich jetzt mehr als genug. Rune der Naturabwehr. Plunder. Die Bockner-Kunst der Dalish ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Nichts da. Andarama Tische. Ich bete darum. Okay. Jetzt kurz schauen. Ah, okay. In diesem Akt waren wir hier noch nicht, also... Mal sehen, in welcher Höhle. In dieser Höhle jedenfalls nicht. Aber wir haben einen Kampf. Ups, falsche Richtung. Okay, den hat's voll hingehauen. Okay. Schauen wir erstmal in dieser Höhle vorbei. Immerhin ist es jetzt Akt 3. Kommen jetzt neue Gegner, neue Kämpfe. Okay. Jetzt kann man da nicht durch, sondern hier. Ah, super, steht da direkt vom Eingang. Ah, ein Arkane-Schreck. Hi. Yay. Fünfundneunzig Erfahrung, wow. Hier kriegt man ja mehr Erfahrung, als man braucht. Oh, geil. Wiedergänger. Vergleichen wir mal den Schaden. Okay, der Stab macht zwar viel weniger Schaden. Einer weniger, der uns Probleme macht, weiß ich schon. Ich würde echt gerne mal endlich mal einen neuen Stab bekommen.
Ein mit kritischen Trefferchancen. Vater mal lol. So, mal sehen. Das sieht nach einem... Wow, der ist ja immer noch da. Was ist das denn? Heilung durch diesen Charakter. Lol. Okay. Aha. Ah, Sonderhügel, super. Wir wollen ja nicht rausgehen. Angarak, nun. Jo, hi. Mal sehen, was hat er denn hier zu verkaufen? Wow. Boah, 105. Okay, 116 Angriff. Sieht auf jeden Fall geil aus. So das Blut vergossen im Inneren des Steins. Gut. Da haben wir diese kleine Höhle jetzt durchsucht. Und jetzt geht's ab zu der Mission. Mal sehen, wie weit wir kommen, bis 400 GB aufgenommen worden. Na toll, wir gehen schon wieder falsch. Naja, wo wir schon mal hier sind, gucken wir mal in der Höhle nach. Was man jetzt hier durch kann. Ah, gut, man kann hier durch. Wieder mal neue Kämpfe. Ja, wir haben noch Zeit. Reines Lyrium. Okay, mal sehen, was wir in dieser Höhle diesmal finden. Vielleicht kann man jetzt in ein paar Türen reingehen, wo wir vorhin nicht rein konnten. Das wäre doch super. Ah, geil. Beric. Ah. Ich liebe solche Aufgaben. Wow. Boing. Hammergeil, Spinnen. Haha. Yay, der Start sieht auf jeden Fall viel mehr aus. Leider weniger kritische Treffer. Gut. Oh, die Heiko. Ah, schade, kann man jetzt nicht durch. Aber ich schätze mal, dass man es in diesem Akt machen kann. Also, boah. Boah, wie geil. Großschwert, ihr Lied. Das geben wir nachher mal Fenris. Geil. So, jetzt mal sehen, was hier so ist. Okay, hier ist nichts. Aha, den Schrein kann man wieder anklicken, speichern. Mythal, große Mutter, Beschützerin des Volkes, wache über uns, denn der Weg, den wir beschreiten, ist voller Gefahren. Beschütze uns vor der Finsternis, wie du es schon zuvor getan hast.
und wir werden deinen Namen gen Himmel singen. Verzeiht, ich wollte uns nicht aufhalten. Es ist nie besonders klug, Mufal zu übergehen. Wer oder was ist Mufal? Sie ist die Beschützerin, die Mutter der Schöpfer. Diejenige, die den Mond in den Himmel gehängt hat. Die Weiseste unter den Göttern. Als Elganan seinen Vater, die Sonne, besiegte, wurde die Welt in Finsternis gestürzt. Alles drohte zugrunde zu gehen. Dann erschien Mythal, beruhigte Elganan und brachte die Sonne in den Himmel zurück. Mein Volk bittet sie immer um ihre Hilfe. Es gibt keinen Grund, besorgt zu sein. Es wird schon nichts passieren. Ja, das hoffe ich. Aber das Volk vernachlässigt Mythals Schreine niemals. Es ist gefährlich. Es heißt, wenn Mythal auf einen herablächelt, gibt es nichts, was man befürchten muss. Aber jene, die sie verärgern, werden vom Erdboden getilgt, als hätten sie niemals gelebt. Okay. Ich sage es ja nur ungern, aber meine Ahnen haben nicht richtig nachgedacht, als sie entschieden, die Toten auf dem Gipfel eines Berges zu bestatten. Geil, Drachen. Boah, geil, vielleicht kommt...